Ja, liebe Freunde, ich würde gerne zwei, drei Sachen sagen. Das eine davon, da würde ich gerne an den Mieterverein anknüpfen. Und das ist eins der Probleme, die wir in der Tat haben. Ein Großteil derjenigen Flächen, die zu bewirtschaften oder zu bebauen sind, sind Privatflächen. Da habe ich mich in den letzten Monaten und fast kann man schon sagen in den letzten Jahren heftig damit beschäftigen müssen. Wir haben ein Grundstück namens Lichterfelde Süd. Da gibt es auch, und das hat Nilsson auch gesagt, sehr viele Bürger, die sehr viele Ideen haben, was damit passieren soll. Man steht dann als Stadtrat, Stadträtin mittendrin und hat die unterschiedlichsten Anforderungen. Und da glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch etwas tun und nicht nur in die Ablehnung gehen, nicht nur unterstützen und sagen, nein, soll nirgends gebaut werden, das haben wir ja, haben wir inzwischen alle. Aber wir müssen auch ins Gespräch gehen. Wir müssen ins Gespräch gehen mit denjenigen, die dann dort bebauen. Denn eins muss man ja auch sagen, die Bebauung findet am Ende, wenn man nicht das tut, was Sie gesagt haben, was falsch ist, es ohne Bebauungsplan zu machen, was wir ja aber auch ein Stück weit in der Hand haben. Das können wir in unseren Ausschüssen, in den Stadtplanungsausschüssen, aber vor allem in den Stadtplanungsämtern ja auch sozusagen mithändeln. Aber dass wir dann in die Gespräche gehen mit denjenigen, die diese Stücke bebauen wollen. Weil ein Argument, was ich finde, was wir viel zu selten hören, und deswegen, ich habe mich gefreut über diesen Antrag, weil er hat zum Beispiel an dieser Stelle einen wichtigen Punkt. Er sagt, wir haben nur begrenzte Ressourcen. Ich finde, man muss über denjenigen, mit denjenigen, die diese Bauten dann herstellen, dringend mal wieder über den Artikel 14 Absatz 2 sprechen. Eigentum verpflichtet. Und das ist etwas, das kommt definitiv zu kurz in den Diskussionen. Es ist nicht so, dass sich jeder Mensch ein Quadratmeter Anzahl X an eigenem Land leisten kann. Und solange das nicht so ist, und das wird nie so sein, wird es immer so sein, dass diejenigen, die etwas haben, eine Verpflichtung haben. Und an die müssen wir sie erinnern. Das erfordert aber, dass wir mit ihnen ins Gespräch gehen und ihnen klar und deutlich sagen, was wir an der Stelle erwarten. Und das können auch diejenigen, die nicht Baustadträte sind, natürlich unterstützen. Ich bin nicht Baustadträtin, aber ich bin Umweltstadträtin. Und über meinen Umweltaspekt komme ich in jedes Bauverfahren hinein. Und ich bin inzwischen, das weiß ich, im Bezirksamt, na klar, das nervt die Makel, ewig will die irgendwas. Ja klar will ich ewig irgendwas. Und natürlich habe ich Gespräche mit den Bauherren geführt, wofür ich natürlich auch nicht immer nur Lob kriege. Aber am Ende, ich kann zum Beispiel sagen, für Lichterfelde Süd, ein Grundstück, 96 Hektar, 57 davon gehören grün, da stehe ich auch dazu. Aber 39 Hektar davon werden bebaut werden und auch dazu stehe ich. Und das ist das, glaube ich, was uns Grüne so ein Stück weit besonders macht. Wir können beides. Wir können Öko, wir können Fläche und wir können bauen. Und diese Fähigkeiten, die müssen wir einfach sehr viel besser rausstellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Christa. Als nächstes Beat.